Aber ja, wir machen ja 10.000 pro Stunde, so ist es ja nicht. Ja, nachts kriegen wir natürlich keinen Strom. Feuerwache, was willst du denn jetzt? Langsame Feuerwehr. Wie langsame Feuerwehr? Wir haben den Schutz ja wohl jetzt hier dermaßen erhöht. Alle Löschfahrzeuge im Einsatz. Ja, und hier? Alle Löschfahrzeuge. Oha. Okay, das heißt, wir brauchen mehr Löschfahrzeuge. Und wir haben jetzt gerade nicht so wirklich viel Geld. Limit erreicht. Was ist das hier? Das ist Garage für Löschfahrzeuge. Ja, 15.000 kostet das. Danke. Vielleicht kann ich noch ein bisschen Kredit aufnehmen. Habe ich schon wieder Kredite zurückgezahlt? Ja, es sind fast zurückgezahlt, ne? Auf jeden Fall kann ich keinen neuen aufnehmen im Moment. Gut, dann müssen wir ein bisschen warten, bis wir ein bisschen Geld zusammen haben. Gerade mit dem Kauf der neuen Feuerwache haben wir ziemlich viel Geld ausgegeben. Jetzt haben wir wieder 24. Kann ich mir ein neues Löschfahrzeug bauen. Extra für euch. Kommt her. Und das Abwasserproblem werden wir auch noch nicht her. So, hier hast du noch ein Löschfahrzeug. Feuerschutz für Nachbarn verfügbar, ja dann. Loch im Geldbeutel. Geben Sie insgesamt mindestens 15.000 pro Stunde aus. Ja, macht ja nichts. Dafür haben wir jetzt ein paar Feuerwehrautos hier rumfahren. Der Feuerwehrschutz ist jetzt eigentlich ziemlich gut im Moment, würde ich sagen. Der Bedarf an Wohnungen ist hier nicht so bei den teuren und bei den mittleren Gegenden. Wir können mal gucken, was wir brauchen, um die hier zu den teuren Gegenden zu machen. Ne? Das können wir mal gucken. Was mich glücklich macht. Es gibt tolle Läden und zum Shoppen. Was mich unglücklich macht. Oh je, eine Verletzung. Okay, und das hier, die Grundstückspreise sind okay, aber die Dichte müssen wir noch ein bisschen erhöhen, während dann hier, damit die größeren Sachen wachsen. Ja, das wird schon alles noch. Was ist hier? Ja, haben wir jetzt mal was zum Abreißen hier noch. Das Haus muss weg. Das ist auch verlassen. Hier in der Vorstadt gibt es auch ein paar verlassene Häuser, die können auch weg. Dass man das mal per Hand machen muss, das ist wirklich ein bisschen ärgerlich eigentlich. Aber gut, das muss man immer machen. Ja, sonst läuft es soweit ja hier, ne? Wir kriegen ein bisschen Geld rein. Feuerwehrschutz ist natürlich noch... Das Abwasser ist ein Problem. Ich verstehe das gar nicht mehr. Ist das hier auch jetzt überfüllt schon? Ja. Direkt überfüllt. Und das auch. Was macht die Kläranlage? Die kriegt kaum was ab. Ich würde sagen, die Kläranlage ist einfach am falschen Ort gebaut. Soll ich die besser hier hinbauen? Weil irgendwie läuft ja alles hier rüber. Die Kläranlage hier oben ist einfach durch dich falsch gewesen. Tja, was machen wir da? Schließen wir das Ding erstmal. Tschüss, könnt nach Hause gehen. Weil abreißen, vielleicht brauchen wir sie später nochmal. Die steht ja da oben nicht schlecht. So. Wie viel kostet ein neues Ding? 64.000, da warten wir kurz drauf. Wenn wir das haben, werden wir hier so ein Ding nochmal hinpflanzen. Einfach um das Abwasser mal in den Griff zu kriegen. Ja, Polizei muss ich auch noch in den Griff kriegen. Ist in Ordnung. Du willst mir sagen, dass du eine moderne Polizeistation brauchst? Die einzelne Polizeiwache schafft die Arbeit allein nicht mehr, Bürgermeister. Wir sind jetzt eine große Stadt. Es wird Zeit, den Service auszubauen. Ja, ja, ja. Sie haben jetzt Zugang zum Polizeirevier. Damit können wir auf den neuesten Hilfsmittel zurückgreifen, um Verbrecher zu fangen. Ja, wird gemacht, wenn ich Geld übrig habe. Werden wir auch in der Nähe von der Polizeiwache bauen. Aber im Moment es macht mir das Abwasser ein bisschen mehr Probleme. Das werdet ihr verstehen müssen. Und da werdet ihr noch ein bisschen drauf warten müssen jetzt. Was habe ich gesagt? 64.000 ist gleich soweit. Wir können auch schon mal ein bisschen abreißen hier. Also das Gebäude muss wahrscheinlich weg und das Gebäude muss weg. Ja, mache ich. Danke, dass du mich aufhalten willst. Aber es ist kein Problem. So, jetzt müssen wir hier die Markierung aufheben. Das ist, und zwar hier. So, da wird schon wieder eine neue Fabrik gebaut, kann das sein? Direkt weg mit dir. Da muss nämlich mal ein neues Abwassersystem hin, wenn ich genug Geld jetzt habe. Die Stadt wird erstinken in Dreck. Gerade hier, guck mal, sieht man sogar schon im richtigen Leben, dass es, also im richtigen Ansicht, dass es überfüllt ist. So, hier bauen wir jetzt die Kläranlage hin. Plup, 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 plup. So, ich hoffe mal, da stellen die schnell Leute ein. Und ich hoffe, dann wird das Abwasserproblem besser werden. Jetzt steht gerade alles, das ist gut. Komm, stell mal ein paar Leute ein. Stell mal schneller Leute ein. Dann können wir direkt mal so einen Kübel noch daneben pflanzen hier, oder? So, komm her. Zu wenig Simoleons. Wie kostet das? 40.000, naja. Also nicht daneben pflanzen, wenn wir es nicht brauchen. So, läuft das jetzt hier? Nein, immer noch nicht. Komm, stell mal Leute ein hier. Was ist denn los? In ihrer Kläranlage wird das Wasser gereinigt, bevor es zurück in die Umwelt gelangt. Schön.
Gibt es zu viel Abwasser für die Tanks, muss es ohne vorherige Reinigung abgelassen werden. Fügen Sie weitere Tanks hinzu, um die Abwasserkapazität zu erhöhen. Danke. So. Aber ist immer noch geschlossen. So, jetzt ist hier an. Und das Abwasser fließt wohin? Fließt immer noch da rein oder fließt es jetzt irgendwo auch hier rein? Ah, guck mal, hier kommt schon was an. Das ist schon mal... Ui. Ui, ui, ui. Ich glaube, das Abwasserproblem kriegen wir jetzt damit in den Griff, hoffe ich. Das Abwasserrohr ist immer noch mehr belastet, ne? Ne, 9,8 ist ja gar nichts. Ich habe hier schon jetzt 19,7. Okay, das müsste jetzt aber das Abwasserproblem etwas in den Griff kriegen. Sollte klappen. Hier hinten ist sowieso der verschmutzte Teil der Stadt. Ja, Feuer ist immer noch ein Problem. Feuer, Polizei ist noch ein Problem. Mein Gott. Kommen wir heute nochmal aus dieser Stadt raus? Ich weiß es nicht. Ich wollte auch zumindest einmal kurz in die andere Stadt rein. Strom wollte ich auch noch weiter ausbauen. Oder wie sieht das stromtechnisch gerade aus? Wir produzieren auf jeden Fall genug. Das ist schon mal schön. Da brennt's ja. Da muss die Feuerwehr hin. Das ist ein Hubschrauber. Wie gehört der denn? Naja, irgendein Sensationsreporter wahrscheinlich. Gucken wir uns mal unser Bürgermeister an. Der ist Gemeindehaus. Können wir das upgraden? Das ist ja schön. Upgraden wir das mal ab, oder? Yay! Bürgermeister Villa, Petition zum Bau genehmigt. Alles klar. Können wir es gerade nochmal weiter upgraden? Wir können es noch weiter upgraden. Ah, machen wir doch glatt. Einfach nur, weil wir es können. Wir haben es bis jetzt noch nie upgraded. Yippie! Da feiern die Bürger doch. Guck mal. Wir können es nochmal upgraden. Ah, komm. Juhu! Das wird ja immer besser hier. Oh, das ist ja jetzt schon ein fettes Rathaus. Ja, das nächste Mal geht bei 75.000 Einwohner, das haben wir natürlich noch nicht. Jetzt können wir jetzt Spezialisierungen bauen, alles mögliche, zum Beispiel das hier. Sicherheitsabteilung, ich kann das mal eben kurz einmal durchgehen. Also erstmal können wir ein Schild aufstellen, das ist immer gut, weiß man ja. So, wir haben hier die Bildungsabteilung. Sie denken, die Kinder sind unsere Zukunft, dann brauchen sie eine Schulabteilung. Mit dieser Abteilung im Rathaus ist es möglich, Gymnasien und eine eigene Universität einzurichten. Nicht schlecht, würde ich sagen. Finanzabteilung. Entdecken Sie den Wirtschaftsprüfer in sich. Die Finanzabteilung ermöglicht es, die verschiedenen Einkommensschichten unabhängig voneinander zu besteuern. Puh, auch nicht schlecht. Sicherheitsabteilung. In Bedürfnispyramide kommt die Sicherheit gleich an zweiter Stelle. Geben Sie Ihren Sims ein festes Fundament. Verbessern Sie den Brandschutz, die Gesundheitsversorgung und die Polizeipräsenz. Das sieht schon mal ganz gut aus. Das ist Tourismus, ich lese mir das jetzt nicht alles durch. Das Abwasser ist vielleicht auch noch ganz gut. Versorgungsabteilung. Machen Sie klar Schiff in der Stadt. Fangen Sie im Rathaus an. Die Versorgungsabteilung gibt Ihnen die Möglichkeit, verbesserte Klärwasserabteilungen und Recyclinganlagen aufzustellen. So, wir bauen mal eben das Ding hier dran. Das kostet ein bisschen, ist aber nicht so tragisch. Einfach, um ein bisschen Sicherheit noch in die Stadt zu bringen. Und ich würde sagen, das hier auf die andere Seite einfach. So. Ja, so sieht das gut aus. Ja, so machen wir das. Da haben wir auch gleichzeitig, was haben wir jetzt genau? Limit erreicht, genau. Ja. Das ist so die Grundversorgung für die Stadt. Ein bisschen hochheben ist immer gut. Ja, das wird schon wieder. Jetzt habe ich schon wieder zu wenig Geld. Wie viele Leute hier in die Stadt rein wollen? Guckt euch das an. Stau bis zum geht nicht mehr. Die wollen alle in unsere Stadt rein. Lol. Ja, Genehmigung zur Sicherheitsabteilung an Grünteil weitergegeben. Schön, das ist gut. Oh Mann, straßentechnisch ist das hier, manche Straßen echt überfüllt, aber ich kann die nicht weiter updaten. Hier müsste ich die abreißen und neu bauen. Das müssen wir nach und nach machen. So, hier hinten entstehen größere Häuser. Nee, noch nicht. Da fehlt noch einiges. Was fehlt denn noch hier? Ja, das ist so, ist in Ordnung. Was ist das hier für ein Gebäude eigentlich? Pumpstation, achso, Wasser haben wir da hingebaut, genau. Ich würde gerne noch hier hinten eine Polizeistation hinbauen. Die kostet aber wahrscheinlich einiges. Das mit den Abwasser ist immer noch ein Problem. Ich glaube es ja bald nicht mehr. Was ist denn los? Der hat schon ziemlich, ziemlich hohen Durchsatz. Was ist da los, ey? Ich muss das mal, ich denke, hier erweitern. Das hilft ja alles nichts. Machen wir noch so einen Tank hier hin. Ich weiß, die kosten richtig Geld. Aber scheinbar reicht es ja nicht aus. So. Das ist echt schlimm hier mit unserem Abwasser. Ist ja auch schon eine große Stadt hier. Die produziert schon so Unmengen Abwasser. Wenn die Gebäude auch noch groß werden, dann wird es richtig hart. Können wir die Industrie abreißen und hier noch Abwasser hinpflanzen oder sowas. Ja, ja.
So, das funktioniert auf jeden Fall alles. Das läuft, das läuft. Hier kommt noch kaum was an jetzt, oder? Ja, das ist ziemlich leer jetzt. Das meiste kriegt die Recyclinganlage. Und das hier andere kriegt auch kaum was. Also 50,8. Oh ja, das ganze Abwasser läuft jetzt dahin. Habe ich jetzt schön gebaut. Also da oben war das ein bisschen Fehlbau. Aber hier ist das schon auf jeden Fall besser. So, was wollen die? Mehr Bildung. Ja, mehr Bildung. Ich habe doch hier eine Schule. Keine Schulbusse, was? Wie, keine Schulbusse? Hab doch Schulbusse, 4 von 5. Naja, kann auch 5 nehmen, bitteschön. Brauchen die mehr Klassenzimmer oder was? Ich komme nicht mehr dazu, Polizei zu bauen. Oberetage, untere Etage, untere Etage. Noch ein bisschen dran bauen hier. Dann ist dieses Gebäude weg. Das wäre nicht so schön. Bauen wir das mal irgendwo oben drauf. Kann man da nicht mehr auch mehr drauf bauen? Nein. Da ist leider rot und da ist doof. Muss so reichen. Hier, kriegst du noch eine schöne Fahne, dann ist es vielleicht schöner. Ja, nee, es ist klar, ne? Ich muss auch Schulbushaltestellen bauen. Okay, dann kann ich das ein bisschen weiter erweitern mit. Jo, macht mal hier, das freut uns euch alle. Dann müssen können die Eltern nämlich... müssen die nicht mehr mal los, um ihre Kinder da hinzufahren. Oh, wie sie sich alle freuen im Umkreis, das ist ja schön. So. Und das andere müssen wir mit anderen Bussen machen. Hier hinten wohnt ja keiner, ne? Ist ja einfach nur, das Grün ist ja einfach nur diese Gegend hier, ne? Ah, ja gut, bis hierhin. Ah, da muss ich noch ein paar Schulbusse bauen. Okay, wo ist die Schule? Ah, wo ist die Schule nochmal? Bildung? Da. Danke. Ne, updaten, nicht updaten. Zurück. Schulbusse. Hier an die Straße noch. Und an die Straße noch. Und an die Straße und an die Straße. Oh, da haben wir jetzt zwei hingefetzt. Nein, ist auch nicht so tragisch. Ja, das sollte erstmal reichen, würde ich sagen. Und ihr hier, wir können auch noch ein bisschen angeschlossen werden, oder? Hui, so, okay. Natürlich wird jetzt die Schule wahrscheinlich bald überfüllt sein. 53 von 2260 angemeldeten Sims. Ja. So ist das halt, ne? Schulbildung gleich auf dem Tiefstand. Abwasser ist immer noch ein Problem. Wieso denn jetzt? Das Ding läuft auf Hochtouren. Doch alles gut. Egal. So, jetzt wollen wir noch einen Polizeischutz natürlich bauen. Wir kommen hier gar nicht mehr zu. Nichts mehr. Wir müssen immer noch ständig... Egal. Polizeirevier. Kostet 95.000. Alles klar. Was ist das hier? Tower of Tomb, ne? V-Futum. Ja, klar. Der Bösewicht, den brauchen wir ja unbedingt. Das Maxis Herrenhaus. Ja, wir werden auch eine Polizeirevier hier in die Stadt bauen müssen. Machen wir aber nicht jetzt. Wir haben jetzt, wie viele Aufnahmen? Na, noch ein bisschen können wir noch hier in dieser Stadt bleiben. Dann haben wir jetzt wieder 3 Aufnahmen in dieser Stadt verbracht. Und machen dann noch eine eben in der anderen Stadt, um mal zu sehen, was da überhaupt los ist. In Rasatopolis haben wir ja schon lange nicht, waren wir ja schon lange nicht mehr. Machst du mir den Abwasser immer noch Sorgen hier? Braucht das zu lange, bis es da rausgepumpt wird oder so? Was kann das sein? Also eigentlich durchsatzmäßig ist das doch gut, alles hier oben. Man weiß es nicht. Gucken wir mal schnell auf die Wasserkarte. Ne, ich wollte auch nicht auf die Wasserkarte gucken. Also kann man natürlich auch auf die Wasserkarte kommen. So, hier hinten ist alles sauber. Das ist alles Wunderbärchen. Wunderbärchen. Nur einzige Verschmutzung ist hier natürlich das Industriegebiet. Aber das ist ja klar. Und das wird auch wieder ein großes Ding, was noch Abwasser verschmutzt. Ja gut, dann kommen ein bisschen Geschäfte, das ist nicht so schlimm. Und dann kommt hinten das Wohngebiet. Alles.